So, Freunde, das ist praktisch Vlog Teil 2. Beziehungsweise starten wir jetzt mal hier so ein bisschen. Wir sind gerade über eine Stunde für einen Tagesausflug nach Rotterdam gefahren. Ob sich das gelohnt hat, werden wir sehen. Was auf jeden Fall sich schon mal nicht gelohnt hat, war die Fahrt. Denn ich schwöre es euch, die in Rotterdam, die fahren alle komplett wahnsinnig. Also Vollkatastrophe. Boah, ich bin froh, dass wir jetzt erstmal festen Boden wieder unter Füßen haben. Und ja, jetzt geht's erstmal hier durch die Innenstadt. So, Freunde, ich zeige euch jetzt mal gerade hier die Aussicht. Gucken wir uns mal ein bisschen an. Guck mal. Digga, hier sind so krass viele so Wolkenkratzer und so. Guckt euch das mal an. Also das muss man sagen, das ist in Rotterdam, das sieht schon krass aus. Definitiv. Ich weiß nicht, wie gut man mich jetzt hört. Ich versuche euch so viel wie möglich gerade zu zeigen. Guck mal so. Also das ist schon, boah, guck mal. Das ist schon sehr, sehr krass. Aber ja, die Fahrt hierhin war trotzdem eine halbe Katastrophe. Ich nehme euch auf jeden Fall mal mit, wir füllen mal hier alles so ab und gucken auch gleich mal da vorne, soll es wohl irgendwo noch ein Riesenrad geben oder so. Da wird man wahrscheinlich eine ganz krasse Aussicht haben, deswegen, ich melde mich gleich wieder. Und da waren wir dann eben. Ne? Versuche euch so best wie möglich was zu zeigen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus hier. Also wenn man in der Nähe von Rotterdam ist, dann lohnt es auf jeden Fall auch hinzukommen. Allein einfach so von der Optik her, das sieht schon alles hier sehr, sehr toll aus. Schöne Hotspots hat man hier. Die Innenstadt ist auch rappelvoll. Und ja, das ist schon echt schick. Mein Schatz spielt jetzt hier eine Runde. Kriegt es hin. So, guck mal, jetzt haben wir hier auch noch so ein McDonald's-Eis, sag ich mal. Also ohne, dass es von McDonald's ist, cool. Und zwei Slush-Eis. Muss man sagen, Slush-Eis 9 von 10. Selten so ein gutes Slush-Eis gegessen. Und dieses McDonald's-Eis ist okay. 5 von 10. So, wir haben jetzt hier gerade mal bestellt. Mal gucken, wie das so ist. Ja, glaubst du, Pizza wird gut? Boah, das ist hier das sogenannte Pizzabrot. So, Pizza ist da. Ja. Ja. Und Schatz, glaubst du, wird was? Tschüss. Meinte sie gut aus. So, auf einmal ist meine Pizza gewandert. Zu ihr. Und ich habe jetzt sie bekommen. Was sagst du dazu? Ja, meine Freunde, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir den Urlaub eben abgebrochen haben. Es ging für uns zurück nach Deutschland. Der eine davon hat es ja auf den Werder-Videos schon gesehen, dass wir wieder da sind. Nichtsdestotrotz geht dieser Vlog hier gleich weiter, denn ich habe in Deutschland praktisch weiter gevloggt. Und wir waren auch in dem neuen Thor-Kinofilm. Dazu sage ich am Ende nochmal was. Und ja, seht ihr gleich, ich habe noch einen Schrank gekauft und so weiter. Habe euch einfach da ein bisschen mitgenommen.
Kurze Erklärung, warum haben wir den Urlaub abgebrochen? Relativ einfach. Wir hätten jetzt noch 2, 3 Tage länger im Urlaub gehabt eigentlich. Aber ja, es kam einfach einen enormen Wetterumschwung. Auf dieser Insel, wo wir waren, konntest du halt da direkt nichts machen bei schlechtem Wetter. Also es war halt einfach nicht mehr die Möglichkeit, dass wir auch zum Meer gehen können oder sonst was. Und wir haben tatsächlich nach der Fahrt nach Rotterdam gemerkt, dass diese längeren Ausflüge einfach extrem angespannt für uns sind, eben wegen den Autofahrten, weil das dann doch irgendwie, ja, es war einfach krass, wie die da gefahren sind zu dem Zeitpunkt. War eine enorm schlechte Erfahrung. Ihr wisst ja, dass wir in der Vergangenheit vor 2, 3 Monaten auch Autounfälle hatten, eben 2 Stück. Und das war uns dann zu unsicher. Und ihr wisst ja auch, dass ich meinen Sohn immer mit hatte. Man hört ihn mal ab und zu im Hintergrund, aber ich zeige ihn ja nicht. Ihr wisst ja auch, aber genau, ab und zu hört man ihn ja mal. Genau, und deswegen war uns das zu unsicher. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir machen dann zu Hause eben weiter das Beste und möchten eben auch das Beste aus den übrigen Urlaubstagen machen. Und waren dann im Kino noch bei ein, zwei Sachen, die ich euch jetzt zeige. Und jetzt kommt auch die große Frage an euch. Wir sind tatsächlich auch jetzt die Tage im Moviepark. Und dazu würde ich dann einen einzelnen Vlog machen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr euch darauf freuen würdet oder ob ihr darauf Bock habt. Einen kompletten Tag im Moviepark. Das wird dann praktisch ja, der dritte Vlog sozusagen von hier, von den Urlaubstagen. Und genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch ein bisschen Spaß mit dem Rest des Vlogs. Und dann am Ende sage ich natürlich auch nochmal die Meinung zum neuen Thor-Kinofilm, wie ich den fand. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, der wird jetzt geholt. So, hier ist wieder wie ein Transporter. So, wir sind jetzt im Cinedome angekommen und wir haben hier immer einen Parkplatz. Das ist ganz witzig, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, wo mein Sohn sich mittlerweile auch die Zahl so hart gemerkt hat. Schatzi, sag mal, wo, welchen Parkplatz sind wir? 116, immer am gleichen Parkplatz. Ich wusste, der dumm ist. So, Freundin ist ready, Essen ist ready. Aussicht ist ready. Ja, meine Freunde, ihr seht, wir sind am Ende angelangt. Zu Thor machen wir nur ein kleines Fazit. Ich fand ihn persönlich nicht so gut, fand alle anderen Thor-Teile vorher besser. Wenn man Marvel aber mag, muss man ihn natürlich gesehen haben. Für mich auch ein bisschen komisches Fantasy mit dabei. Nicht das, was man von Marvel kennt, sondern so spooky-mäßig. Weiß ich nicht, ob das so sein musste. War jetzt nicht so meins. Die Witze, die Gags waren aber wieder sehr geil. Und die besten Szenen sind irgendwie so ein bisschen auch im Trailer drin. Meine Freundin fand ihn sehr gut. Wahrscheinlich, weil so ein bisschen Love Story mit dabei war. Aber ja, gerne eure Meinung unten rein. Und jetzt eure Meinung auch zum Vlog unten rein. Und ich bin jetzt an der Stelle wieder raus.